30 Jahre Stadtwerke-Projekt. Zur rollenden Geburtstagsfeier in der SWM-Partytram waren viele gekommen. Die Macherinnen und Macher von damals und von heute, die Ausbilder und Ausbilderinnen aus 3 Jahrzehnten und natürlich auch aktuelle Azubis. Sie alle feiern das Stadtwerke-Projekt, ein Erfolgsmodell. Wir als kommunales Unternehmen stellen uns seit 30 Jahren unserer sozialen Verantwortung in dieser Stadt. Vor 30 Jahren haben wir gemeinsam mit dem Stadtjugendamt, mit dem Verein Spektrum e.V. dieses Projekt gegründet und haben ganz vielen Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Möglichkeit geboten, eine Berufsausbildung zu ergreifen. Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir viele davon wirklich auch heute dann zu langjährigen SWM-Mitarbeitern machen konnten. Die sind heute noch bei mir tatkräftig an unterschiedlichen Arbeitsplätzen tätig. Und das zeigt, dass wir vor 30 Jahren richtige Entscheidungen oder die Vorgänger von mir und von uns richtige Entscheidungen getroffen haben. Die Stadtwerke München sind ein über die Region hinaus angesehenes und beliebtes Ausbildungsunternehmen. Das Stadtwerke-Projekt ist dabei ein inzwischen selbstverständlicher Teil davon. 154 Azubis haben wir in der Zeit ausgebildet. 80 davon haben die Prüfungen erfolgreich bestanden. Ungefähr 50 sind von den Stadtwerken übernommen worden. Ich finde, das ist ganz ordentlich. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren haben wir die Qualität tatsächlich sehr viel verbessert. Also wir haben in den letzten 2 Jahren überhaupt keinen Abbruch mehr gehabt. Also das finde ich schon ganz respektabel. Die SWM nehmen ihre soziale Verantwortung ernst. Das beginnt in der Ausbildung und im Stadtwerke-Projekt. Es geht über berufliche Förderprojekte bis hin zur SWM-Bildungsstiftung, die benachteiligten jungen Menschen Bildungschancen ermöglicht. Ein großer Erfolg für den Einzelnen, die SWM als Arbeitgeber, aber eben auch ein Erfolg für die Stadtgesellschaft und unser aller Zusammenleben. Ich war auf der Voss und dann wurde ich da rausgeschmissen, weil ich da geschwänzt habe. Und ab 5 unentschuldigten Fehltagen wird man rausgeschmissen in der Probezeit. Und dann habe ich erstmal lange Zeit nichts getan und dann bin ich über das Heim, also über mein Heim, wo ich damals gewohnt habe, auf das Stadtwerkprojekt gekommen, weil da eine E-Mail rumgelaufen ist. Habe ich mich dann noch im Juli beworben und im Juli noch die Zusage bekommen, also einen Monat vor Start. Und ja, so bin ich halt zu den Stadtwerken gekommen. Also, was uns am besten da Spaß macht, ist das Gefühl, dass wir eine Familie ist eigentlich. Und das ist am wichtigsten, dass man in der Arbeit auch Spaß hat. Und das haben wir auch. Und dafür Dankeschön. Danke. Die ersten 30 Jahre sind geschafft und auch in Zukunft wird sich das Stadtwerke-Projekt für die Chancen benachteiligter junger Menschen einsetzen.